weil da unten hast du. Nee, ist ja, Freunde, heute bin ich vor dem Landgericht in München. Heute war eine Verhandlung, und zwar wegen Günter Geutling. Er hatte ja in einem Mitgliederrundbrief hatte ja schwere Anschuldigungen von sich gegeben gegenüber ja, mir, gegenüber dem früheren Geschäftsführer Thomas Böhm und unserer Schatzmeisterin Stefanie Kinziner. Und da ging es also um ja, Verdacht auf Veruntreuung von Vereinsvermögen und Verdacht auf Betrug und sonstige Sachen. Ja. Und ja, ich habe hier zu dem Gerichtstermin alle Unterlagen mitgebracht, die hat Günter Geutling nicht. Ja. Alle Belege, alle abgerechnet, alle mit Erstattungsbelegen, ja, alles fein säuberlich geordnet zur Beweisvorlage. Und der Richter hat gemeint, ja, man könnte sich doch einigen. Ja? Er hat einen Mediationsvorschlag gemacht, dass man sich trifft, dass man die Belege des Jahres 2022 alle anschaut und sieht, dass es alles gerechtfertigt ist. Ja? Für die Honorarvereinbarung gibt es Verträge, es gibt für alle Leistungen gibt es Rechnungen, es ist alles auf den Cent abgerechnet. Es wurde kein Vereinsvermögen veruntreut. Es wurde alles im Sinne des Vereins eingesetzt. Ja? All die vielen Gelder durch den Großsponsor, der explizit Kundgebungen wünschte, wurden nur für Kundgebungen eingesetzt. Ja? Alles in Ordnung, alles wunderbar. Ja? Aber Günter Geutling lehnte es ab. Er will keine Vermittlung, er will keine Mediation, er will sich nicht diese Belegprüfung 2022 zusammen durchsehen, dass man im Sinne des Vereins dann zu einer Lösung kommt, okay, alles ist in Ordnung, ja, Kassenprüfung erledigt, die Gemeinnützigkeit des Vereins ist natürlich weiter erhalten, wie in den vergangenen Jahren auch, will er nicht. Er will weiter Konfrontation. Er will die totale Auseinandersetzung. Gut, dann wissen wir Bescheid. Ich habe noch zwei andere Ordner hier, da habe ich ja alle mitgebracht. Ja, also es ist ja alles belegt, alles dokumentiert, alles hier zur Beweisvorlage. Man hätte alles durchschauen können, hätte man sehen können. Alles in Ordnung. Ja, es sind haltlose Vorwürfe, die er einfach macht, weil er erstens nicht alle Belege hat und zweitens die ganzen Hintergründe auch nicht kennt. Ich meine, wir machen das seit 5 Jahren, machen wir diese Kundgebungen. Es ist alles genauso abgestimmt, alles genauso besprochen im Vorstand. Es ist durch Verträge ist es abgesichert. Aber seit 3. Dezember ist er da und er glaubt, er muss jetzt alles hier auf den Kopf stellen. Na gut, wir werden sehen, wohin die Reise weitergeht. Ich habe heute zusammen mit meinem Anwalt einen guten Willen gezeigt. Wir werden bereit für eine Mediation im Sinne des Vereins. Im Sinne des Vereins, dass diese ewigen Gerichtstermine und Rechtsstreitigkeiten aufhören, dass man sich trifft, alles anschaut, ja, Kassenprüfung 2022 erledigt, alles in Ordnung, ja, alle Belege geprüft, wo etwas ein Problem macht, kann man nachbessern oder man kann es auch dann rausnehmen, wenn es nicht passen sollte in Einzelfällen und kann es dann korrigieren. Aber nein, ja, Günter Geutling will diese Mediation, diese Vermittlung, diese Einigung. Das lässt tief blicken.